Mal ehrlich, ganz normale Actionfilme sind doch überhaupt nicht mehr cool. Wer sind Sie? Runter von meiner Yacht. Wir beide sollten eine Marke erfinden, die Filme, Bücher, Musicals, Klamotten, Mundspülung und sowas auf eine coole Art und Weise miteinander verbindet. Die Security ist in einer Minute da. Mehr brauche ich auch nicht. Das ist das Guy Marvel Cinematic Universe. Und es fängt mit einem Film an. Stell es dir vor. Wir schreiben das Jahr 2080. Die Welt, wie wir sie kennen, wurde vollständig von den lebenden Toten überrannt. Die Zivilisation lebt jetzt am Himmel, denn unten wartet nur noch die Hölle auf Erden. Die Überlebenden finden sich inmitten eines neuen Krieges wieder. Eine zwischen der Miliz, unseren Guten, und den Gayern. Einer Straßengang. Nein, Moment, einer Dachgang. Es geht um die Kontrolle der neuen Welt. Skyworld. Die Gefechte zwischen den Fraktionen nehmen zu. Es gibt immer mehr Tote, was wiederum die Zombie-Population steigen lässt und stärkt. Eine sichere Zukunft kann es nur durch Frieden geben. Werden die beiden Seiten zu einer Übereinkunft kommen? Oder kommt es zum Angriff der Zombies? Unser Held ist der letzte Überlebende. Guter Ausgangspunkt. Könnte symbolisch gemeint sein. Oh ja, das auch. Ja, absolut. Ja, klar. Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Dead Living Zombies. So, was machen wir mit euch? Unser Held muss 1 Million Zombies umnieten. 1 Million? Während der Heli seine Runden dreht? Yeah! 1 Million. Okay, der hat sie nicht mehr, Alter, ja. Ich würde sagen, der Anfang hat gerade ganz gut und interessant angefangen. Aber der Guy tut ja jedes Mal irgendwie so einen Bullshit dann draus zaubern aus dem ganzen Zeug, was er hier macht. Anfang fängt er gut an. Aber den Rest, ja, macht er halt wie Bullshit. So. Macht halt einfach richtig schlecht. So. Kommt schon. Shotgun. Bisher vermisse ich irgendwie den Mut, auch etwas Deutliches über wirkliche Probleme zu sagen. Das wirkliche Problem, um das es mir geht, ist Unterhaltung. Denk doch mal nach. Unterhaltung. Also mit sowas könnte man mich zumindest nicht unterhalten. Einfach noch abwenden jetzt, oder? Ich mag zwar sowas, aber da muss halt auch noch ein bisschen Stoppen mit dahinter. So. Wir schauen uns gleich mal um. Das ist ja noch so. Ich muss sagen, ich hätte gerne eine andere Schrotflinte. Oh, wow, da liegt sogar direkt einer. Wenn ich mir das so vorstelle, ist das reines Gemetzel. Was wollen Sie hier sagen? Haben Sie eine Message? Meine Message ist, hey Leute, danke für die Kohle. Zieht euch diesen coolen Scheiß rein und vergesst 2 Stunden euer wertloses Leben. Okay, genug Zombies. Wie geht's weiter? Wie es weitergeht? Mit einem scheiß Hochleistungsmaschinengewehr! Vielleicht kann man damit etwas über Schusswaffen sagen. Kann man! Ich sage, dass das Abknallen von Zombies in keinem anderen Film derart geil ausgesehen hat. Okay, dann war ich. Zombies, Reis und fertig! Ich liebe fertige Zombies. Ja, auch, Leute. Heizen wir mal den Scheiß offen an! Wuhu!
ein paar Zombies recht. Und dann bricht die Nacht der lebenden Toten an. Scheiße, geht das nicht wegen Copyright? Die scheiß Anwälte lassen einen auch echt keinen Freiraum mehr. Okay, das war eine Andeutung auf einen Film. Den kenne ich sogar von damals und habe ich sogar gesehen. Wow, also langsam wird das jetzt schon echt ein Problem. Ich komme jedes Mal so weit bis vor. Hier wird doch wohl gleich etwas passieren. Kaboom nochmal! Also, nach dem Maschinengewehr landet der Helikopter. Ja, noch nicht. Kann nicht landen! Laut dem Radar kommt da etwas auf uns zu! Und dann, gerade als wir meinen, es geht nicht mehr schlimmer, kommen aus den Luftschächten Zombie-Vielfraße! Damit könnte man das polarisierende Wesen des Klimawandels ansprechen. Nee. Damit will ich nur die Grundlage für den vierten Teil schaffen. Die Herrschaft des Vielfraßkönigs. Und wir brauchen Feuerwerk für diese Szene. Also bekommt unser Held einen Flammenwerfer. Amerikanisches Lykanthropen-Barbecue. Baby! Ach du Schreck, Vielfraße. Die Viecher hasse ich. Wow, was ist das Ding her? Ich häng fest! Hilfe! Rente der Hölle! So. Was geht hier noch so? Kommt auch mal mit. Wo liegt unsere AK nochmal? Hier. Gut, die werde ich wieder mitnehmen. Okay, das war's mit den Vielfraßen. Jetzt landet der Heli aber. Richtig? Oh, Scheiße! Da kommt noch mehr auf dich zu! Im Ernst? Noch mehr? Es sind die Geier! Unsere Dachgang! Da keine Zombies mehr in der Nähe sind, denken sie, unser Held ist an dem Massaker schuld. Er hat unsere Leute getötet! Killt ihn! Okay. Die Typen wollen uns töten, weil wir ihre Leute getötet haben. Daran merkt man auf jeden Fall, dass die... Entschuldigung, wie bitte? Ja, unser Held ist nämlich der Auserwählte. Das ist für den 7. Fortsetzungs-Spin-Off. Das Zeitalter der Auserwählten. Bürgerkrieg Teil 1. Ja, daran merkt man, dass die Geschichte ja einfach nur müllmäßig ist von dem. Von dem Typen hier. Der Auserwählte. Etc. Außer jetzt hier die Typen kämpfen gegen uns, weil sie sehen, dass wir ihre Leute umgebracht haben. Aber was ist denn dann mit den ganzen Zombie-Leichen? Sind die da dann schon plötzlich weg? Unser Held springt auf und fliegt in den nächsten Teil. Es gibt also einen nächsten Teil. Viel mehr. Das Guy Marvelous Cinematic Universe hat Filme für 50, 60 Jahre. Locker. Ich habe alle Rohfassungen. Ich passe. An diesem Punkt meiner Karriere möchte ich etwas mit mehr Substanz drehen. Echt jetzt? Du willst mir sagen, dass cool keine Substanz ist? Ich sage ihnen, dass sie jetzt schwimmen gehen sollen. Ja, mal sehen, ob der Typ vielleicht irgendwann mal noch einen vernünftigen Film hinkriegt. Ich glaube schon so ein bisschen dran, aber da müsste der auch mal langsam so ein bisschen in seinem Kopf nachdenken. Meine Meinung zu dem so. Aber nun gut, Leute, in der nächsten Folge machen wir weiter mit Killer Klima. Mal sehen, wie die Mission wird. Mir gefällt das Bild hier auf jeden Fall schon mal, mit diesem Wald dort. Ich mag ja so Waldgegenden und sowas in Videospielen. Mal sehen, vielleicht wird das besser. Wir werden es erfahren in der nächsten Folge. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, schreibt auch gerne einen Kommentar und ansonsten empfehlt mich gerne weiter. Das war's, haut rein und tschüss!